Hallo Freunde, willkommen zurück zu Warhammer. Wir haben in der letzten Episode eine weitere Armee ausgehoben. Bisher besteht sie im Prinzip aus dem Kommandanten und seinem Stellvertreter, aber das können wir jetzt natürlich ändern. Zum einen schlagen wir und zwar ein Lager auf und dann rekrutieren wir. Das ist furchtbar schlecht. Das ist furchtbar schlecht. Ja, was passiert hier? Er hier hat die Rekrutierungsgebäude gebaut, in seinem Zeltlager. Die hat er noch nicht zur Verfügung. Das ist eine Sache, die ich nicht schön finde. Das ist eine, betrifft eigentlich nur das Chaos selbst. Ich bin das von anderen Völkern eigentlich so gewohnt, dass man diese Gebäude in Städten baut. Und sobald hier zum Beispiel, wenn das unsere Siedlung wäre, und wir haben hier die Möglichkeit, Chaoskrieger zu rekrutieren, dann kann jede Armee in diesem Gebiet lokal Chaoskrieger rekrutieren. Das funktioniert beim Chaos offensichtlich etwas anders. Das heißt, wir sollten uns erstmal darum kümmern, hier ein bisschen was dazu zu holen. Oh Gott, jetzt geht das alles wieder los. Ach, das ist ja fantastisch. Was haben wir hier? Hügel der Klingen, Unterhalt für Einheiten. Rekrutierungserfahrung und Schnickschnack. Noch mehr, noch besser, noch viel schöner. Insgesamt gesehen muss ich sagen, das könnte verdammt hart werden. Okay, rekrutieren wir als erstes mal ein bisschen Fußvolk. Nee, machen wir nicht. Pass auf. Ready. Onward to destruction. Wir geben ein paar Krieger ab von Siegwald. Und zwar die Chaoskrieger. Die geben wir jetzt einfach mal rüber. Außerdem geben wir rüber die frisch rekrutierten Hunde und Reiter. Das sollte passen. Die Auserkorenen und beide Auserkorenen und so weiter. Diese Spezialeinheiten vom Anfang, die behalten wir erstmal. Bring my mirror shield. The gods direct me. So, jetzt sind die natürlich wieder beide im gleichen Gebiet und werden geschwächt, aber das löst sich nächste Runde wieder auf. Das ist erstmal kein großes Problem. Who are these grotesqueries? Er kann gerade kein Lager aufschlagen. Plündern können wir nur, wenn wir ein Lager haben. Rekrutieren. Er hier kann rekrutieren und dann holen wir jetzt mal noch drei Einheiten dazu. Er hat ein Rekrutierungslimit von 2. Super. Okay, das bedeutet erstmal Hunde und Reiter. Nächste Runde dann zweimal Barbaren. Dann haben wir bei dem auch schon wieder eine ansehnliche Horde, sage ich mal. Das läuft mit den Horden gar nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt hatte. Schauen wir mal nach der Forschung. Wir könnten dunkle Standarten. Chaoskrieger kriegen mehr Führerschaft. An sich eine tolle Sache. Chaosbrut und Verstoßene, Trolle, damit haben wir Zeit. Chaoskrieger und Außerkorner haben mehr Nahkampfangriff, das wäre nicht schlecht. Und Beute nach der Schlacht wird erhöht. Nach der Schlacht mehr Beute zu haben, ist eine tolle Sache, solange man die Schlachten auch gewinnt. Arbeiten wir ein bisschen an unserer Offensive. Die Defensive ist eigentlich schon stark genug im Moment. Mir wäre es viel wichtiger, dass wir da... Richtig, Prinz Siegwald hat ja einen Punkt hier. Ja, also mir wäre es wichtiger, dass wir da eventuell... mehr Schaden anrichten. Vorerst. Bevorzugter Sohn macht Nahkampfangriff. Das hier macht Waffenstärke. Geschossresistenz ist im Moment noch nicht sonderlich wichtig. Wir werden ohnehin kaum beschossen. Nicht mit dem General. Die Gegner haben für gewöhnlich erstmal wichtiger Sachen zu tun. Rang 13 haben wir noch ein bisschen Zeit. Schauen wir mal. Wir sind jetzt Rang 9. Ein Punkt hierhin, ein Punkt hierhin. 10, 11, 12, 13.
Auch hier gilt, der letzte Rang gibt wieder den größten Vorteil, das heißt, man sollte es möglichst zu Ende skillen. So, jetzt aber. Dadurch, dass wir jetzt natürlich neue Einheiten da haben, sinken unsere Einnahmen pro Runde. Tatsächlich verlieren wir derzeit, weil wir einfach zu viele Einheiten zu unterhalten haben und derzeit keine Gebäude haben, die regelmäßig eine Produktion haben. Wie gesagt, andere Völker können zum Beispiel bei diesen Sägemühlen, die ich schon erwähnt habe, oder mit Goldminen und ähnlichem, können die Gebäude bauen, die regelmäßig die Einnahmen erhöhen. Das fehlt uns. Wir leben wirklich davon, auf lange Sicht gesehen, dass wir viel plündern und dadurch an die Gunst kommen. Das heißt, solange wir jetzt untätig sind, verlieren wir an Gunst. Und indem wir dann wieder plündern und da Einnahmen haben, halten wir unsere Horde am Leben. Okay, wir sind in einem neuen Gebiet, wir plündern. Nächste Runde sollten wir keinen Verschleiß mehr haben. Gut. Außerdem können wir mit ihm ein bisschen was rekrutieren. Zum Beispiel mal wieder ein paar Krieger. 4 Trupps, die kommen schon mit richtig dick Erfahrung, weil natürlich die Forschung dafür da ist. Das passt bei ihm hier. Hier hat unser Held ein weiteres Level up. Inspiration, Rekrutierungskosten. Weiter senken, das ist in Ordnung. Und wie gesagt, hier holen wir uns 2 Barbarentrupps. Damit läuft das eigentlich auch schon gar nicht so schlecht in der Armee. Allerdings wird das gleich noch viel schlimmer. Rang erhalten ist klar. Krieger klärt die Scalinger gegen Ostland. Das hilft uns. Verschleiß ist klar, beide Armeen, weil zu dicht aufeinander. Aber ansonsten hätte ich keine Krieger tauschen können. Und Rekrutierung. Okay, das wäre es für diese Runde gewesen. Dann wollen wir mal sehen, ob wir das mit dem Verschleiß nicht langsam auflösen können hier. Das wäre toll. Da ist eine Armee der Grenzgrafschaften unterwegs. Die treiben hier ganz wüstes Zeug, glaube ich. Beziehungsweise Marienburg könnte das auch sein. Wir haben ein relativ ähnliches Banner. Ah, war Marienburg. Grenzgrafschaften waren gerade eben dran, hat sich nichts bewegt. Okay. Das heißt, Marienburg macht mal wieder sein eigenes Ding gegen das Imperium. Feindliche Heldenaktivität. Armee demoralisieren, hatte Erfolg. Feindlicher Kriegerpriester der Fraktion Ostland konnte die Armee von unserem neuen Dings da hier im Land der Trolle erfolgreich aufhalten. Das gefällt mir gar nicht. So, Verschleiß ist immer noch da. Das kann ja wohl nicht wahr sein. The Dark Prince wishes. Gut, hier nehmen wir uns mal den da raus und versuchen ein Attentat. Unwahrscheinlich, dass das klappt, aber wir probieren es trotzdem. Attentat gescheitert, das war klar, das war 58% Chance darauf. Man kann es ja trotzdem mal probieren. Chaos comes for them. Schade, das wäre es gewesen. Okay, ansonsten, was können wir hier noch machen? Wir haben überhaupt kein Wachstum derzeit. Und wir haben Verschleiß. Das gefällt mir gar nicht. Wie sieht es aus mit dem Wachstum hier? Auch nicht gut. Das liegt wahrscheinlich an diesem Verschleiß, weil die Armeen gerade noch zu nah beisammen waren. Schauen wir mal nächste Runde. Das muss doch aufzuhalten sein mit diesem Verschleiß.
Okay, unser Magier hat wieder Level Up. Das ist sehr gut. Da können wir uns mal anschauen, welchen Zauber er als nächstes lernen soll. Oder ob wir einen bestehenden Zauber verbessern. Die Möglichkeiten haben wir auch immer. Ja, genau. Jetzt tritt noch drauf auf die geschundene Armee. Ach, das ist Nordland. Ihr helft euch gegenseitig, das ist ja fies. Wir verteidigen gegen Nordland. Ja, nee. Die haben sich relativ weit bewegt. Die Chancen, dass wir flüchten können, sind recht hoch. Mit der angeschlagenen Armee will ich dagegen nicht kämpfen. Ihr seht ja auch, die Chancen, die uns ausgeschrieben werden hier, sind ausgesprochen schlecht. Das fehlt noch, dass jetzt noch eine andere Armee dazukommt. Aber die gegnerischen Helden bedrängen uns schon ganz schön. Ah, das ist nicht gut. Möglicherweise habe ich das zu früh gemacht mit der zweiten Armee. Oder zu spät. Da wäre mir die erste Schlacht doch lieber gewesen. Wow. Das Hauptproblem bei der Sache ist, dass der so viele Fernkampftruppen hat und wir überhaupt keine. Gar nichts. Wir haben auch nicht den Todbringer hier oder irgendwas. Wir sind dem wirklich ausgeliefert. Wir haben auch keine Chance, uns nochmal zurückzuziehen. Wie gesagt, das geht nur einmal pro Runde. Dann schauen wir mal, dass wir uns möglichst teuer verkaufen, damit Siegwald dann vielleicht auffischen kann. Okay, 14 für die Magie reicht mir erstmal. Mir reicht sowieso schon wieder. Lass mal überlegen. Der Gegner ist uns zahlenmäßig weit überlegen. Wie kämpfen wir dagegen? Die stark Verwundeten nehmen wir in die Mitte. Ich glaube, ich habe eine blöde Idee. Okay, so wie es im Moment aussieht, sind die uns überlegen, weil die hauptsächlich schnelle und Fernkampftruppen haben. Wenn wir unsere Armee hier hinter den Wald platzieren, dann müssen die quasi sehr nah an uns rankommen und quasi auf Axtreichweite. Vielleicht haben wir dann eine ganz kleine Chance, wenigstens einige mitzunehmen, bevor wir untergehen. Aber wir werden untergehen, davon bin ich überzeugt. Da bin ich schon optimistisch. Okay, das bedeutet, eigentlich müsste ich die ein bisschen anders anordnen. Das machen wir mal so. Okay. Hier kommt man hier hin. Ihr kommt hier hin. Drei, die Hunde, dahin. Und wir sehen jetzt hier überall das Augensymbol über den Einheiten. Das heißt, wir sind versteckt. Der Feind kann uns nicht sehen. Der muss jetzt viel näher rankommen, um überhaupt was machen zu können. Und auf die Art habe ich dann eigentlich vor, die Fernkampftruppen des Gegners ein bisschen auszuhebeln, weil die eben so nah an uns rankommen müssen. Wollen wir hoffen, dass das klappt. Wenn der Gegner außerdem so unvorsichtig ist, seine schnelle Kavallerie einfach vorhetzen zu lassen, wäre das nicht schlecht. Okay.
Treble mortals! Ruinous powers! Reap their souls! Hot-blooded treble mortals! What? So viel mal dazu. Jetzt hat er eigentlich ganz gut aufgehoben hier. Dass man den Magier immer noch sieht, gefällt mir gar nicht. Der kennt bisher nur den Seelenraub, weil er nur Level 1 ist. Nicht sehr schön. Ach ja, und der Nachteil an der Geschichte. Wir sehen die Gegner auch nicht unbedingt. Der nächste Vorteil an der Strategie ist, der Gegner muss jetzt quasi übers ganze Schlachtfeld laufen. Das dauert natürlich ewig lang, aber er ist vielleicht einigermaßen ermüdet, bis er ankommt. Noch sind sie alle frisch, aber abhängig davon, wie weit die laufen und in welcher Geschwindigkeit, ändert sich das vielleicht. Wir können natürlich die Spielgeschwindigkeit ein bisschen erhöhen, dann müssen wir nicht warten, bis die KI sich endlich entschließt, hierher zu kommen. Und da unsere Hunde am Waldrand vorne sind, sehen wir die Gegner wenigstens. Auch das ist ein schöner kleiner Vorteil. Wenn die jetzt allerdings zu nah rankommen, werden die Hunde aufgedeckt. Und die Armbrustschützen können das Feuer öffnen. So, gerade eben war hier etwas sichtbar. Der Wald hier ist ziemlich bescheiden. Oder waren das diese hier? Die könnten kurz sichtbar gewesen sein. Ziehen wir sie ein Stück zurück. Jetzt sind diese hier sichtbar. Wie? Da ist ewig viel Wald dazwischen. So, dann machen wir mal kurz ein bisschen langsamer. Die Hunde über die Flanken, wenn ich bitten darf. Hierher. Hierher. Oh, das wird richtig böse. Ihr kommt mal hier hin. Und dann wir die Barbarenreiter. Die sollten eigentlich alle so, das müsste hinhauen. Die Pistolenreiter sollten flüchten vor den Hunden. Die treiben wir jetzt quasi vor uns her und schauen zu, dass wir mit den Wölfen hier hinterher reiten und dann in den Rücken der Armbrustschützen fallen. So, normale Geschwindigkeit. Du bist hier, du solltest ein bisschen weiter hier rüber. Den wollte ich eigentlich treffen. Das wäre viel effizienter gewesen. Machen wir gleich. 10 Sekunden noch Abklingzeit. Der müsste mit zwei Zaubern nämlich eigentlich erledigt sein. Und wenn der Kommandant fällt, ist das für die feindliche Armee natürlich immer schlecht. Aber ihr seht schon, wie viel Körperkraft der verliert. Einfach nur, weil wir gezaubert haben. Meisterzauberer des Todes sind einfach fies als Charakterkiller.
So, schauen wir zu, ob wir den jetzt ausgelöscht kriegen. Verliert wieder Körperkraft, auch die Moral schwindet. Zum Glück ist unser General so nah dran. So, warum zum Teufel lebt er noch? Das gibt's ja wohl nicht. Ein Trefferpunkt noch. Dann gehen wir in den Nahkampf. Zaubern aber nochmal. Okay. Es ist natürlich hässlich, dass wir immer noch beschossen werden. Wo seid ihr? Was macht ihr da hinten? Ihr seid doch begeistert. Hopp, hopp. Rein in die Schlacht. Wo ist mein? Hier ist mein. Willst du mir vielleicht erklären, warum der immer noch lebt? Ich hab dir gesagt, greif ihn an. Ich hab jetzt zum dritten Mal drauf gezaubert. Hopp, wegwischen. Na endlich. Ah, nur verwundet. Aber das hilft uns trotzdem. Seid ihr für welche? Okay. Ihr sammelt euch aber wieder, da bin ich überzeugt. Die kommen zurück. Ist aber auch okay. Ihr seid gebrochen, noch nicht zerstört. Das heißt, da sollten wir noch ein bisschen dranbleiben. Hier hinten ist einiges im Aufruhr. Die einfache Tatsache, dass wir deren Kommandanten ausgelöscht haben, könnte uns hier tatsächlich den Tag retten. So, wie seid ihr? Gebrochen, noch nicht zerstört. Kümmern wir uns hier noch ein bisschen drum. So, zaubern wir noch ein bisschen hier rein. Die machen es nicht mehr lange. Barbarenreiter, ist klar. Die haben es hier mit ziemlich fiesen Gegnern zu tun. Ihr habt eure Gegner hier aufgerieben. Die sind zerstört, das heißt, ihr könnt euch um andere Sachen kümmern hier. Hunde. Die sind nur gebrochen, da bleiben wir erstmal noch dran. Wie gesagt, ich rechne immer noch damit, dass wir die Schlacht verlieren. Aber wir könnten wenigstens gucken, dass wir so lange wie möglich durchhalten. Wobei unsere Chaoskrieger wirklich die Hölle bewegen hier. So, die sind gebrochen, noch nicht zerstört. Dranbleiben. Ihr seid dran. Bisschen zaubern, wenn es geht. Da wäre jetzt ein bisschen Magie nicht schlecht, die es uns erlaubt, die Moral der Gegner niederzumachen. So, was seid ihr? Speerträger? Gegen die können wir was machen. Ihr seid gebrochen. Ihr auch. Schlecht. Wo sind die? Hetzen gerade noch die Pistoläre durch die Landschaft. Das mit den Pistolären gefällt mir gar nicht. So, was seid ihr? Ziemlich tot. Die sind auch Geschichte. Bleibt eigentlich noch er hier. Der ist aber auch schon heftigst umzingelt und verliert Körperkraft ohne Ende. Weil der im Nahkampf gebunden ist und beschossen wird von allen Seiten. Wie gesagt, wir waren einfach zu sehr unterlegen. Aber ich glaube, der Standpunkt ist durchgekommen. Mit der Strategie lag ich gar nicht so falsch. Wir haben wirklich hohe Verluste angerichtet beim Gegner. Und die Chaoskrieger sind die Hölle, wie ihr sehen könnt.
Und wenn mal die ganze Armee mit solchen aufgestellt ist und wir wirklich Brechereinheiten haben, die die Gegner schnell vernichten können, dann räumen wir alles ab. Nur halt nicht mehr mit der Armee. Die ist halt jetzt irgendwie futsch. Oh, ihr könntet mal gucken, dass ihr eurem Kommandanten hier helft. Pistoläre sind nicht gut gegen Rüstung, aber das sind einfach zu viele. Der untere Balken hier ist übrigens die Munition. Das heißt, denen geht nicht mal die Munition aus in absehbarer Zeit. Aber da er nur gebrochen ist, nicht zerstört, haben wir vielleicht eine Chance, dass er sich wieder sammelt. Vielleicht. Werden wir sehen. So, diese Schwertkämpfergeschichte. Die sind eigentlich auch als Türstopper gedacht. Und die sind schon ziemliche Veteranen, wie man an diesem Balken da sieht. Oder an diesem Dach. So, wir gehen wieder ran, damit die Moral der Krieger hier aufgebaut wird. Und schon haben wir da ein bisschen was gerissen. Wir brauchen 7 Magie. Das wird noch eine Weile dauern. Wir haben nur noch 11 in Reserve. 2x Zaubern ist noch drin. Das war's. Jetzt sind alle weggerannt. Wir haben verloren. Wie gesagt, das war mir von Anfang an klar. Aber ich glaube, wir haben uns viel besser verkauft, als viele gedacht haben. Besonders wenn man sieht, welche Verluste wir angerichtet haben. Die haben mehr Leute verloren, als wir insgesamt hatten. Das war, denke ich, gar nicht so schlecht für uns. Trotzdem gilt es natürlich als mannhafte Niederlage. Wir haben sehr viele Männer dabei verloren. Allerdings muss man sagen, wir haben auch den einen oder anderen Trupp ausgelöscht, so wie es aussieht. Und deren Anführer verwundet. Unserer wurde nicht verwundet, unserer ist einfach vom Spielfeld geflohen. Schade das. Trotzdem ist unsere Armee aufgelöst, weil wir leider verloren haben. Das heißt, die 4 Chaoskrieger sind auch erstmal futsch. Dinge, die mir gar nicht gefallen. Soviel zu unserem großen Plan, eine zweite Horde aufzubauen. Und da hat jemand wieder eine Armee demoralisiert. Hier geht mir echt auf die Ketten langsam. So, fügen wir ihn der Armee hinzu. Besser als alleine rumzulaufen, denke ich. Und das senkt außerdem die Rekrutierungskosten bei uns ein bisschen. Wir haben 4 neue Trupps Chaoskrieger rekrutiert. Die kommen schon mit mehr Erfahrung als die, die wir gerade verloren haben. Dementsprechend ist das auch in Ordnung. Und hier haben wir eben auch noch den Todbringer. Der hätte uns in der letzten Schlacht vielleicht sogar den Sieg schenken können. Wer weiß. Egal. Die letzte Schlacht ist vorbei. Jetzt geht es darum, dass wir unsere zweite Armee ein bisschen aufpäppeln. Und wir fangen mal an mit dem Magier. Der hat nämlich einen Fähigkeitspunkt zu vergeben. Wir könnten jetzt wieder auf Seelenfäule gehen. Das ist wieder diese Führerschaft-Rüstungsgeschichte. Allerdings sorgt die nächste Stufe nur dafür, dass die Abklingzeit um 15% reduziert wird. Abklingzeit waren, wenn ich das richtig sehe, 15 Sekunden. 15% von 15 Sekunden sind wenig. Sehr wenig. Ich glaube, das lohnt sich nicht, da einen zweiten Punkt zu investieren. Wichtiger wäre mir eigentlich lebensentziehend. Das sorgt dafür, dass wir mehr Magiepunkte zur Verfügung haben. Ihr habt es gerade eben gesehen in der Schlacht. Gegen Ende hatten wir keine Magie mehr übrig, um noch irgendwas zu zaubern. Das sollte uns nicht passieren. Okay, soweit. Er hat eine Runde bis voll. Die hier mit 3 Runden. Chaosboten 3 Runden. Also in 3 Runden geht es hier wieder richtig ab. Verschleiß ist weg, logisch. Die zweite Horde fehlt. Dementsprechend sammelt sich das jetzt auch wieder. Okay. Dann würde ich aber sagen, für heute machen wir erstmal Feierabend. Habe jetzt genug auf die Nuss gekriegt. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Halt die Ohren steif.
Ciao, Freunde.